Liebe Leute, mein Name ist Dragner, willkommen bei Subnautica Below Zero. Wie versprochen, ich habe die Basis zumindest etwas weiter gebaut. Wir haben Strom. Atomreaktor steht. Das war's. Ein paar Verstärkungen für die Wände. Und wir haben das Dock. Unser Krebs hängt schon drinnen. Den muss ich allerdings erst verbessern. Wir sind hier in 84 Meter Tiefe. Der Krebs kommt nur 400 Meter. Wenn ich ihn losdocke, wird direkt kritisch. Ich habe zwar den Anhänger mal davor geparkt, einfach so zur Sicherheit, dann könnte ich direkt reinlaufen, dann geht er nicht kaputt. Aber brauchen tun wir ihn ja nicht. Weiter bin ich noch nicht gekommen. Ich muss leider für die Materialien ab und zu etwas weiter wegfahren. Gerade, ich glaube, Titan wollte ich schon sagen, nein, Blei ist es, finde ich hier nicht immer so gut, beziehungsweise finde ich gar nicht. Und ich muss gestehen, ich war jetzt einfach zu neugierig, wie es hier weitergeht. Deswegen begeben wir uns jetzt direkt auf Erkundungstour, würde ich sagen. Wir kommen jetzt auf 900 Meter runter. Unter 500 Meter waren wir noch nicht groß. Deswegen starte ich einfach mal durch und wir schauen, wo uns der Weg hier hinführt. Rein theoretisch habe ich ja dann auch noch die Aufgabe, das erste Erbauerkomponent hier zu bauen. Die Teile Benzolpolyanid ist jetzt nicht so das Problem. Blumenpollen sind hier überall. Geißelkörbchen muss ich wieder wegschwimmen. Salzsäure, Salzablagerung, Salz habe ich hier auch nicht. Alles so Zeug, was ich erst immer wieder zur anderen Basis zurück muss oder zumindest so ungefähr in die Richtung. Ja, hatte ich jetzt einfach keine Lust, ständig hin und her zu schwimmen, habe ich jetzt offscreen ein bisschen gemacht. Oh, hi. Worth checking out? I cannot discern. So why tell me? It may be worth investigating. I'm curious too. Ich nehme mal an, einfach den Pfählen hier folgen und wir kommen zu der Technik seines Volkes. Utsch, komme ich durch? Bitte nicht feststecken, bitte nicht feststecken. Oh nein. Ich speichere mal vorsichtshalber. Ich habe jetzt schon etwas mehr Spielzeit verbracht im Spiel. Bin schon, keine Ahnung, 2-3 Stunden unterwegs gewesen. Gut, steigen wir einfach mal aus. Schauen wir doch mal, was das hier ist. Oh. Oh nein. Gut, liebe Leute, dass ich gespeichert habe. Seht mal. Ich kann hier rumspringen. Hier ist kein Wasser, während mein Sea Truck aber schwimmt. Ich habe einen... Nein, jetzt kann ich schwimmen. Hä? Also es gibt wohl einen Bug in diesem Spiel, wenn man aus dem Sea Truck aussteigt, dass dann plötzlich das Wasser weg ist. Dann den dachte ich, habe ich gerade bekommen, den Bug, oder der ist gerade eben passiert, aber anscheinend hätte ich einfach mit meinem Sea-Truck hier nicht reinfahren sollen. Tja, jetzt habe ich trotzdem das Problem, ich komme nicht mehr in den Sea-Truck rein, deswegen verlasse ich mal kurz, ohne zu speichern. Zum Glück habe ich gerade gespeichert. Oh, ich hoffe jetzt nicht, dass ich mit dem Sea-Truck schon in der Höhle war, als ich gespeichert habe. Oh oh, doch, ich glaube schon. Ich darf nicht aus dem Sea-Truck aussteigen. Ich versuche jetzt einfach mit dem Sea-Truck direkt zurückzukommen. Wieder zurück ins Wasser. Sonst habe ich ein Problem. Dann werde ich nämlich voraussichtlich den Sea-Truck abreißen und nochmal neu bauen dürfen. Dafür müsste ich aber auch erst wieder zu unserer Hauptbasis zurück. Schwimmen aus der Tiefe.
wäre jetzt nicht so lustig. Hier ist der Eingang. Jetzt muss ich allerdings auch wieder rauskommen. Siehe da, ich komme nicht mehr raus. Natürlich jetzt ein schönes Problem. Solche Bugs, muss ich gestehen, nerven mich ungemein. Durch einen Bug, wahrscheinlich sollte man hier gar nicht reinkommen mit seinem C-Truck. Ja. Kann ich ihn genauso wieder anhängen. Und jetzt habe ich eben das Problem, jetzt komme ich hier auch nicht mehr raus. Schauen wir mal, was hier sonst so ist. Wahrscheinlich auf der anderen Seite auch kein Ausgang. Nein. Ist nur der Erbauer-Komponent drin. Sehr schön. Also sowas finde ich... Man backt sich hier quasi aus Versehen durch. Ich meine, ich dachte, das ist jetzt einfach nur ein Tor zum Durchschwimmen. Jetzt kommt man nicht mehr zurück. Mein ganzer C-Truck mit allem drum und dran, mit den Komponenten, steckt jetzt hier fest. Wenn ich aussteige, bin ich wieder ohne Wasser. Ja. Wasser. Kein Wasser. So komme ich halt auch nicht in den C-Truck wieder rein. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich beende die Folge hier wieder. Ihr habt jetzt einen sehr tollen Bug gesehen. Das sind so die Probleme an der Alpha oder an der Early Access von Subnautica Below Zero. Ich für meinen Teil glaube, werde jetzt hiermit das Let's Play auch direkt beenden. Ich habe nämlich keine Lust, jetzt ohne C-Truck versuchen, bis zur Basis zurückzukommen. Wirklich sterben kann ich wahrscheinlich auch nicht, weil ich sonst jedes Mal in der Seebahn wieder aufstehe. Ja, kann hier schön die Sachen raustun, komme aber jetzt hier auch nicht mehr. Doch, kommt zwar hier auch wieder rein. Aber wie gesagt, habe ja das Problem, ich komme hier nicht mehr durch. Und sowas verdirbt mir zumindest richtig den Spaß. Wir wären theoretisch eh fast am Ende, also wir bräuchten jetzt noch ein oder zwei Teile von diesem LN. Den würden wir zusammenbauen und den Speicher reinladen und das war's. Ich werde mir überlegen, ob ich vielleicht nochmal irgendwann den Versuch offscreen oder im Livestream vielleicht oder so wage, dass ich zurückschwimme und mir alles nochmal neu baue. Aber so kurz vorm Ende fehlt mir ein bisschen die Lust dazu. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob was ihr da machen würdet. Ansonsten, es ist ja noch eine Early Access Phase, so kann das schon mal vorkommen, passiert halt. Es wird noch das ein oder andere Update für das Spiel kommen. Und da ich es jetzt eh schon zumindest teilweise zum zweiten Mal gespielt habe, bin ich mir sicher, ich werde es auch noch ein drittes Mal starten. Wenn wieder was dazugekommen ist. Deswegen denke ich, dass das Let's Play hier zu diesem Zeitpunkt beendet ist. Vielleicht kommt nochmal eine Folge, überlege ich mir. Ansonsten wird demnächst ein neues Projekt starten. Oder ich spiele erst noch Journey to the Savage Planet fertig. Dann kommt ein neues Projekt. Ich habe da was im Hinterkopf. Ja, ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht zu enttäuscht, dass es direkt beendet ist. Servus.